Boah, Digga, das sieht fresh aus. Ja, das hat was. Das hat was. Das sieht doch viel fresher aus, als ich gedacht habe. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, aufgepasst. In den nächsten Wochen wird es jetzt immer wieder Informationen zu meiner neuesten Kollektion von M&M, Liberty and Justice, geben. Der Hammer! Wir werden vermutlich wieder einen Vorbestellungsjob machen. Das heißt, für all jene, die sich safe was ergattern wollen, ist das natürlich wieder die Möglichkeit, Vertrauen in die Marke zu legen, mit der Sicherheit dann auch wirklich ein Piece zu ergattern. Wann was stattfindet, werde ich in den laufenden Videos immer wieder Bescheid geben. Dann gibt es die Kollektionsvorstellung und dann nenne ich den Zeitpunkt, wann der Shop wieder für eine Stunde geöffnet hat. Also seid auf alle Fälle am Start. Vermutlich auch wieder unter den treuen Kunden wird unser Gucci Potter sein. Jetzt kommt dein Moment. Den wir ja mit diesem Kanal groß gemacht haben. Wir haben den quasi eine Karriere verschafft. Er hat seinen Namen Gucci Potter als Meme zu einer Marke gemacht. Und ja, auch andere YouTuber greifen immer wieder gerne auf den zurück. Das würde ich genauso tragen. Vor allem die Fashion. Ja, Fashion. Die wie viel ist dein Outfit wert, YouTuber? Wobei, man mausert sich. Sag mal Fashion-YouTuber. Ja, jetzt habe ich es eh schon ausgesprochen. Wir schauen gleich mal rein, liebe Leute. Ich habe es hier jetzt schon geöffnet, nachdem ich ein Umstyling gemacht habe mit unseren... Nachdem ich ein Umstyling gemacht habe mit unseren lieben Gucci Potter, hat das jetzt auch Mahan gemacht, das Cringe-Umstyling mit Gucci Potter. Bin ich ein bisschen verwundert. Da stand vor 2 Tagen noch nur das Umstyling mit Gucci Potter. Bin gespannt, ob er es besser zusammengebracht hat. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Here we go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Leute, heute ist der große Tag. Wir haben im vorletzten Wie viel ist dann aus, wie eine ganz besondere Person gab. Und zwar hatten wir den Gucci Potter. Expecto Patronum! Und ja, heute ist der Tag. Wir stylen Gucci Potter um. Das wird auf jeden Fall ein sehr witziges Video. Ich finde es halt funny, weil Mahan hat null Plan von Harry Potter und checkt auch die ganze Zeit die Harry Potter Jokes nicht, wenn Gucci Potter die bringt. So 2, 3 Outfits in meinem Kopf, die ich gleich so versuche an ihn auszuprobieren. Okay, er hat schon 2, 3 Outfits im Vorhinein ausgesucht. Interessant. Und ja, der Bruder steht da vorne schon auf entspannt. Der wartet die ganze Zeit auf mich. Wir gehen mal einmal rüber. Übrigens, Leute, kurzes kleines Outfit of the Day, was ich hier gerade am Start habe. Ich habe hier Air Force an. Das Swoosh ändert die Farbe im Sonnenlicht. Jetzt ist es gerade lila und wenn ein Schatten drauf ist, wird es blau. Ich habe hier noch eine Hose an. Also es geht hier gleich direkt mit Magic los in dem Gucci Potter Video. Perfekt angepasst. Von Champion und T-Shirt von LFDY. Und eine Umhängetasche von Gucci. Und das Labello-Mikro, man kennt's. Ganz entspannt. Es sind 35 Grad, also ich habe jetzt gerade ein entspanntes Outfit an, ihr wisst Bescheid. So, jetzt. Da haben wir ihn schon wieder. Okay, wir haben die Palm Angels, das Palm Angels Shirt, ich glaube mit diesem fetten Schmetterling oder sowas drauf. Oder nein, das Schwert von Gryffindor, irgendwas war da. Dazu die Off-White-Hose und die Balenciaga Triple S, okay. Flex ist am Start, Leute, aber kein Gucci. Jetzt sind wir bei dem Bruder hier angekommen. Bro. Heute Umstyling, ne? Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal jetzt an bei deinen Outfits und gucken uns mal so an, was du hier so anhast. Also, du hast die Balenciaga Triple S an. Ja. Mit Concussion oder ohne Concussion? Kann ich nicht mehr sehen. Also, den Schuh habe ich noch nie gefeiert. Es gibt Schuhe, die sehe ich beim ersten Mal, finde ich katastrophal. Und je öfter ich sie sehe. Ist mein Inder da? Je öfter ich sie sehe, desto nicer finde ich die bei einem Balenciaga Triple S. Die fand ich von Anfang an hässlich, finde ich bis jetzt noch hässlich. Trägt man auch kaum noch. Was ist denn das immer für Fragen? Was ist das? Ja, das sind die Balenciaga Triple S in 41. Okay. So, halten auch immer noch bequem. Und ja, da machen wir dann mal. Scheiße, ich hab's gewusst, der kommt genau jetzt, wo ich ein Video aufnehme. Na! Das ist wieder so typisch, dass der genau dann kommen muss, wenn ich ein Video aufnehme. Keine Sorge, Freunde, ich habe mir keine magischen Bohnen bestellt, sondern Hühnercurry. Here we go. Weiter bei der Hose. Die haben irgendwie 700 oder 800 gekostet. Die Hose hatte mir 600 gekostet, das ist von Off-White. Come on. Also ich weiß nicht, wie nice eine Hose sein müsste, dass ich tatsächlich 700 Euro dafür ausgebe. Hosen kaufe ich gern, sehr gern günstig. Hier an der Seite, sehen, ja. Richtig, an Off und an diesen Dingern. Okay. Und das T-Shirt ist von Palm Angels. Palm Angels, man kennt's. Ja, ist halt der Stil so ein bisschen von vor 2 Jahren, für mein Feeling jetzt. Mit einem nice Spruch und mein Hintergrund, also... Ah, doch, der Schmetterling. Ja. Hinten habe ich da noch diesen Schmetterling. Das sieht cool aus, mit dem Schmetterling. Und ja, das ist mein Outfit. Ja, also
Das ist, glaube ich, sein Patronustier. Wenn er den Patronuszauber ausspricht, dann kommt der Schmetterling. Ich hau mal jetzt straight wieder mal meine Meinung kurz zum Outfit. Okay, jetzt bin ich gespannt, was Mahan dazu sagt. Der leitet ja dieses Umstyling, von dem her müsste er ja jetzt perfektes Feedback geben können. T-Shirt könnte ruhig gerne etwas oversized. Ja, also er hat auch mir gesagt, er trägt XS oder S die ganze Zeit, wo ich mir denke, what the fuck. Sein also ein bisschen weiter. Hose finde ich katastrophal, ist gar nicht mein Stil. Und Schuhe. Die Schuhe, die sind... Einzlit. Ich sag mal so, mittlerweile will ich die gar nicht haten. Die würden mir Okay. Also er kritisiert die Schuhe anscheinend auch. Nicht stehen, aber es gibt Leute, die da steht. Also ich finde die Schuhe jetzt nicht schlimm. Aber die heißen ja auch nicht ohne Grund. Ugly-Schuh hieß der, ja. 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 Wenn das so war, okay. Triple S, Off-White-Hose und Shirt. Kompletter Flex halt. Also da geht's nur um den Flex bei dem Outfit. Ja, die Kombination ist mal wieder, sag ich mal, außen vor. Was heißt eigentlich für dich kombinieren? Kombinieren. Geil, Mann. Ich bin halt der Kombinationsboss. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Okay. Der will das einfach, damit er in solche Compilations reinkommt. Unangenehm. Kombinationsboss. Gleich von Mahan auch noch ein Einspieler. Und zwar, nee, jetzt mal wirklich. Kombinieren heißt bei mir so, das anzuziehen, worauf man Bock hat. So, und okay. Wenn ich sage, ich habe Bock. Das hat einfach nichts mit Kombinieren zu tun. Kombinieren heißt für mich, das anzuziehen, worauf ich Bock habe. Aha, sag das mal nordischen Kombinierern. Na passt, dann Viertelkilometer mit den Langlaufski unterwegs und ja, jetzt habe ich Lust auf Chessboxing. Nordische Kombination, sicher. Schwitzen mit einer Hose, die einfach aus Plastik besteht, dann ziehe ich es an. Dann bin ich in der Sauna. Ist praktisch. Da spare ich die Gebühren. Und ja. Welche Gebühren? What the fuck? Ich bin mir nicht sicher, ob der beim letzten Zauberkampf irgendwie einen Verwirrungszauber erwischt hat oder was los ist mit ihm. Ich glaube, das hat System, solche wirren Aussagen zu tätigen. Deswegen. Mir hat ja wirklich seinen Stil. Ich versuche dir heute mal so ein bisschen meinen Stil nah zu bringen. Wir gucken am Ende, wie das aussieht. Also safe Gucci Cap auf jeden Fall am Start. Könnt ihr jetzt einfach mal euch das Outfit so merken. Wir werden dann später ein endgültiges Outfit nehmen, wo ich sage, ey, das wird ihm perfekt stehen. Und dann schauen wir einfach, was besser aussieht und ihr entscheidet das. So leichte Krusty-Vibes heute mit den Haaren, okay? In den Kommentaren. Dazu muss ich aber auch noch eine Sache sagen. Ich habe extra heute gesagt, so ein bisschen, das würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr tragen, so. Gerade hat er uns noch erklärt, kombinieren heißt, das anzuziehen, worauf man Lust hat. Und jetzt erklärt er uns, das würde er so nicht mehr tragen. Oft. Okay. Vor ein paar Monaten war es noch anders. Ich habe gesagt, es muss so boom, plötzlich anders sein, weißt du? Und deswegen habe ich jetzt heute mal sowas an wieder. Okay, okay. Ja. Du hast sogar noch eine Valentino-Tasche, ne? Keine Ahnung, ob ich der Einzige bin, aber ich werde daraus nicht schlau. Richtig, die Valentino-Tasche. Digga, Bro, geile Stelle, wo du sie hingelegt hast. Hier mit. Oder die Louis Vuitton-Tasche, wie Leon sagen würde. Louis Vuitton-Rucksack. Bei den ganzen Spinnen und richtig. Spinnnetzen. Ja. Geil. Harry Potter angelehnt. Harry Potter angelehnt, auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich ins Kaufhaus gehen, wo wir das Ganze aufnehmen werden. Dort werdet ihr wahrscheinlich höchstens Aufnahmen von der Umkleide sehen und nicht Aufnahmen von den ganzen Klamotten. Dann stellt man halt im Vorhinein eine Kooperation auf. Es ist ja nicht so schwierig. Wenn man halbwegs einen Namen hat, beziehungsweise halbwegs bekannt ist irgendwo, dafür, dass man auch professionelle Videos macht, ich sag extra auch, Freunde, dann ist es nicht so schwierig, Kontakte zu knüpfen und die Möglichkeit zu haben, in teuren Kaufhäusern zu filmen. Allein das Gucci Potter Umstyling, das ich vor kurzem gemacht habe, das habe ich einen Tag vorher organisiert, weil die wussten, da wird halbwegs qualitativer Content geliefert, von dem das Kaufhaus profitiert. Aber da jetzt irgendwo reinzugehen und dann auf geheim mit dem Handy in der Umkleidekabine zu filmen, tut mir leid, aber da habe ich andere Qualitätsstandards. Klamotten, ich muss noch mal kurz dazu dranhängen, dass ich dir heute auf gar keinen Fall was kaufen werde. Super, das ist auch schon mal geil. Sehr gut, Mann. Egal, du machst das schon. Du wirst jetzt hier chillen? Mann wird immer lockerer, taugt mir. Ja. Ich werde dir das erste Outfit jetzt rüberholen. Ah ja, Mann, so setzt man die Schutzmaske richtig auf, so den Lümmel raushängen lassen, Hauptsache die Hoden sind verdeckt. Perfekt. Und so wie man Unterhose anzieht, Bruder, genauso. Ich gehe jetzt mit dem Kameramann erstmal die Outfits raussuchen. Wir werden uns überraschen lassen, Digga. Ja, er macht's auch richtig. Bis gleich.
Ja, und jetzt halt auf geheim gefilmt. Das ist halt... Das retten die Effekte dann auch nicht mehr. Jeder checkt, dass du das geheim machst. Vor allem das Ding ist, du kannst dann auch Probleme bekommen. Gell? Nur mal so zur Info. Jetzt haben wir hier das erste Outfit für dich, Digga. Ich bin okay, auf laut direkt. Passt, perfekt. Danke, Mann. Spannend. Man muss auch dazu erwähnen, dass wir keinen Schuh am Start haben. Für ihn. Deswegen muss er die ganzen Sachen ohne Schuhpaar anziehen. Warum haben wir keinen Schuh am Start? Du bist trashy, aber passt. Aber passt zu mir. Das werden wir gleich genau sehen. Ja. Zieh das erstmal an. Ich hoffe, das passt, ne, von der Größe her. Mann, bitte, gib die Schutzmaske runter oder setz ordentlich auf. Ja. Ist das das Hypebeast-Outfit? Das ist das Hypebeast-Outfit, genau. Okay. Aber ich glaube, das Hypebeast-Outfit sieht aus Versehen gut aus. Ja, das war... Aus Versehen, okay. Ich ja sogar. Weil die Farben, glaube ich, passen gut zusammen. Also achtest du eigentlich auf den Preis, wenn du jetzt einkaufen gehst? Wirklich sehr selten. So, wenn ich manchmal denke, okay, ich kaufe das jetzt, weil ich einfach meine, okay, es ist schick, aber es ist so, ich weiß, ich werde es nur ein paar Mal anziehen, dann ja. Aber so ansonsten, was juckt mich das, wenn ich für eine Moncler, obwohl ich eine Canada Goose habe, nochmal 1000 ausgebe? Gut gemeint, ne? Ich weiß nicht, ich höre, was er sagt, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Du hast echt eine Schraube locker. Danke dir. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, mein Style absolut nicht. Ich würde das so nicht tragen, weil die Hose allgemein würde ich, ich verstehe das halt nicht, warum es Löcher gibt, die dann gestopft werden mit einem anderen Stoff drunter. Für was habe ich dann ein Loch? Prinzipiell ist das eben eher so ein Baller-Outfit, wobei ich sagen muss, dass dieser Balmain-Hoodie gar nicht mal so schlecht ist. Er hat irgendwie diese Miami-Vice-Vibes, damit ich es rausbringe. Sehe ich Lilano drin. Aber schauen wir uns, achso, es gibt sowieso keine Schuhe. Ja, nicht schlecht, oder? Ja, Jeans passt zum Pullover, stimmt schon. Alter, das ist das Nächste. Bitte, liebe Leute, kauft euch nicht solche ekelhaften Ballerina-Socken. So ganz minimale Socken, die man dann nicht sieht im Schoß, also damit so aussieht, als hättest du keine Socken an. Das ist Frauen vorbehalten, aber Männer bitte nicht. Ihr nehmt euch damit die Männlichkeit, meiner Meinung nach. Wenn ihr die Schuhe auszieht und dann habt ihr solche Socken an. Die Hose ist ja richtig skinny. Ja, ja, Mann. Ist das eine T-Squared oder was ist das? War wohl ein bisschen zu klein. Aber ey, ohne Spaß, ne? Jetzt nur... Das ist ein geiles Outfit, definitiv, ja. Es ist auf jeden Fall stimmig, das Outfit. Mhm. Stimmig ist es, ja. Ja, aus Versehen sah das Hypebeast-Outfit gut aus. Wieso aus Versehen, Bruder? Die Hose also, ist nice. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht das Outfit, wo ich sage, ey, das sieht richtig krass aus, sondern es war jetzt einfach nur so eher auf... Joke angelehnt. Wenn ich mir aber nur Hose. Das heißt, er. Das ist jetzt funny, okay. Er will quasi ein Joke-Outfit machen, so wie ich das quasi mit Karl S. gemacht habe, aber unabsichtlich war es dann ein nices Outfit. Vielleicht sollte er die nächsten Outfits auch eher auf Joke anlehnen und die passen dann auch zusammen. Ich bin gespannt auf die nächsten Outfits. Sowohl und dann Taui, dann werde ich mir eher eine Amiri holen. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, wie ihr das Outfit erstmal findet. Also. Wäre es nicht ich, für mich, sondern für jemand anderen, der diesen Stil feiert, würde ich es nicht katastrophal finden, aber ich traue mich da jetzt keine Bewertung zu geben. Von 10, 10 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Ich würde ihn jetzt, ich dachte, es wäre eine 1, ein schlechtes Outfit, aber Digga, es ist stimmig, ich würde den auf jeden Fall eine 4 geben, jetzt gerade. Ich würde dem so 5, 4, 6. Genau. Aber man muss sagen, der Hoodie sitzt halbwegs und es ist schwierig für Gucci Pot einen Hoodie bzw. ein Shirt zu finden, was ihm wirklich gut passt, weil der halt sehr schmächtig gebaut ist. Lass auch einen 8 und einen 7 reinmachen. Also ich werde dir auf jeden Fall ein cooles Outfit jetzt mitbringen. Okay. Zauber dann mal was, ne? Genau, ich zauber was. Okay, kann ich? Ja, komm raus. Ich komm, ne? Ja, komm. Jetzt. Okay, jetzt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja? Ja. Ja? Saint Laurent. Also, man muss auf jeden Fall jetzt mal straight sagen, wir haben nur ein Schuhpaar und die Jeanshose. Okay, ja, die Schuhe, die kannst du direkt wieder zurückgeben. Die Hose fittet jetzt nicht gut, weil die da oben einfach viel zu breit ist. Also, er schaut so aus, als hätte er viel mehr Gewicht, einen viel größeren Hintern. Passt nicht. Aber nochmal, schwierig für Gucci Porter Sachen zu finden, die ihm passen. Ja, Hose ist okay, Pullover muss einfach nicht sein. Das ist dir auf jeden Fall deutlich zu groß. Aber so, wenn ich das Outfit mir jetzt so anschaue, Saint Laurent Pullover in Größe S hat 600 Euro gekostet, Jeanshose im Angebot. Ist halt irgendwie unnötig. Von diese 60er. Wir haben hier die Schuhe von Mason Martin Margiela. Das sind jetzt nicht so die
Schuhe, die jetzt jeder Hans und Franz trägt, sondern ein... Jeder Hans und Franz? Etwas, ich finde ein eleganter Schuh, der sehr schlicht ist. Da steht nirgends groß irgendwie Mason Margiela dick drauf, das gefällt mir auf jeden Fall. Ja, geht in Richtung Gucci Ace. Und auch beim Pullover, dieses minimalistische Saint Laurent, geil. Also das ist ein Outfit, ja. 1:1 mein Style. Aber ich muss sagen... Feier ich gar nicht, das Outfit. Ist halt, die Hose ist zu groß, gefällt mir auch nicht, der Pullover gefällt mir nicht und die Schuhe finde ich auch furchtbar, also... Ich hab's halt mal gefeiert! Aber ich muss dazu auch eine Sache sagen, ich war noch nie basic, dementsprechend, ich finde, das ist ziemlich basic. Ja, das ist basic, aber Understatement, finde ich. Also guck mal, ich mag das auch tatsächlich sehr gerne, sehr Understatement. Wenn da jetzt hier nicht unbedingt überall dick die Marken draufstehen. Ja. Mir gefällt das Outfit. Würde die Jeans... Ist Mahan dafür bekannt, dass er Sachen anhat, wo die Marken nicht fett draufstehen? Hätte ich noch nicht so gesehen. So perfekt passen und hättest du noch einen zweiten Schuh, wäre das auf jeden Fall besser. Wie findest du's? Ja, schwer. Besser als das davor. Also von der Kombi, die Hose war davor Bombe. Mhm. Also ohne Spaß, da finde ich die Sachen, die wir davor gesehen haben, für Gucci Potter fast noch besser. Das ist nicht so nice. Ich würde dem jetzt so eine 5 geben. Eine 5? Okay. Also ich würde dem Outfit auf jeden Fall eine 8 von 10 geben. Okay. Tatsächlich, okay. Weil das Selbstlob stinkt, gell, Brudi? Das halt mein Stil ist. Und dann könnt ihr jetzt draußen mal aufschreiben, was würdet ihr dem Outfit jetzt geben. Ich würde mal dann sagen, dann bringen wir jetzt das letzte Outfit dir her. Ja. Was erwartest du jetzt von Outfit? Das letzte? Also ich erwarte ziemlich... Ja. Jetzt will ich was Ausgefallenes sehen. Was Buntes, was Neues, was Freshes. Irgendwas in die Richtung. Das ist ziemlich was Besonderes, weißt du? Ja. Ziemlich was Besonderes. Was sehr hässlich ist, was aber irgendwie cool ist, wo man so denkt, ach du Scheiße, wie kann er bloß so rumlaufen? So okay, also es hat tatsächlich einfach System, was Gucci Potter da so macht. Was Besonderes. Was Besonderes bringe ich dir jetzt auf jeden Fall her. Okay. Auf 100%. Da haben wir auf jeden Fall gleich die Rick Owens Abteilung. Okay. Rick Owens, jetzt wird's spannend. So, jetzt haben wir hier das dritte Outfit. Ich bin richtig gespannt, ne? Also, ich würde einfach sagen, du ziehst das an. All black, das heißt, wir haben jetzt schon mal nichts besonders Ausgefallenes. Vielleicht machen es die Schnitte nochmal wett oder das Design, don't know. Aber von den Colorways her sind wir halt all black unterwegs. Also von dem her. Feierst du das Outfit denn, was ich hier anhabe? Ich finde es auch so machen, ne? For real, ohne Spaß, auch wenn das gerade ein kleiner Joke von dir war, ich würde es genauso tragen. Perfekt. Würde ich genauso tragen. Den Saint Laurent Pullover würde ich original selber holen, wenn es den in meiner Größe geben würde. Nicht mehr XL passt mir, weil die Dinger so eng geschnitten sind. Die Schuhe auch geil. Ja, Kapuze fittet auch komplett, würde ich sagen. Also passt super, auf Lord Voldemort angelehnt. Schuhe auch geil. Bro, zieh mal das hier an. Zieh ja, das. So setzen wir es dann auf. Richtig, Gucci Pot. Aber mit deinen Triple S an, okay? Triple S. Okay, Leute, ich bin richtig gespannt, wie das aussehen wird. Okay, komm raus, Bro. Oh shit. Boah, Digga, das sieht fresh aus. Das hat was. Das sieht doch viel fresher aus, als ich gedacht habe. Ja, fangen wir mal erstmal an bei dem Pullover. Das ist ein Pullover vom Mace. Ja, ist cool. Balenciaga Triple S Katastrophe einfach dazu, aber Fit ist richtig nice und der Fit auch von der Hose. Ich mag, dass das grau ist und dadurch so einen anderen Kontrast gibt und nicht all black ist eben. Finde ich cool. Ist auf jeden Fall das beste Outfit heute. Martin Margiela. Aber ich verstehe halt nicht, wo das Ausgefallene dahinter ist. Das, was Gucci Potter verlangt hat von Mahan, hat er auf keinen Fall eingehalten. Aber es ist ein nicer Fit. Dreh dich mal um. Daran denke ich mal, wird das... Ja, sehr cool. Ich wollte ja dieses Shirt, also das gibt es auch als Shirt, wollte ich erst vor kurzem im Shopping-Stream kaufen, habe ich überlegt. Sehr cooler Hoodie auf jeden Fall. Ist auch hier genau sichtbar. Nice. Hier, ja. Das zeichnet ja die Marke so etwas aus. Dann haben wir hier eine Jogging... Ah, was ich auch sehr cool finde, Leute, das sind so Löcher. Seht ihr das? Das ist... Durch den Stoff, das ist gar kein Logo oder so. Dann haben wir hier... Also natürlich ist ein Logo, aber hier sind quasi so Einschnitte gemacht und dahinter ist nochmal ein durchgehender Stoff. Sehr cool. Eine Jogginghose von Rick Owens, die geisteskrank geil fittet bei dir. Dann habe ich mir gedacht, dadurch, dass er halt so ein Typ ist, der auch Triple S trägt und alles mögliche, soll er einfach jetzt seinen Schuh dazu anziehen und ich finde das auch... Ja, kann man machen. Ich finde die Triple S halt furchtbar. Fit. Passt perfekt zu deinen Typen. Ja, findest du die? Findest du gut? Okay. Ja.
Würdest du das jetzt so kaufen gehen? Ja, weiß ich gar nicht. Ist ja nicht bei Apropos gekauft. Ja, also die Hose, die fittet übelst. Ich finde, so vom Schnitt ist das Oberteil. Ja, Hose fittet gut. Wirklich nice. Das ist richtig. Bisschen zu lang hier, aber... Nein, das passt. Ich glaube, das soll vielleicht auch so sein. Aber ey, das kann man ja theoretisch noch kürzen, falls sie vielleicht... What the fuck, was heißt, das kann man auch kürzen? Was willst du denn an den Ärmeln kürzen, Brudi? Willst du einen neuen Hoodie machen oder was? Also mal an der Schneiderboss auf jeden Fall. Ja, noch eine Größe kleiner. Ich habe das ganze Outfit echt unterschätzt. Ich würde dem for real eine 10... Mann ist selber überrascht. Er hat einfach auf gut Glück irgendwelche Sachen ausgesucht und war dann jedes Mal überrascht, wenn es gut ausgeschaut hat. Von 10 geben, auch wenn ich nicht der Typ bin, der Triple S feiert. Aber dadurch, dass wir jetzt ein Outfit haben wollten, was dein Stil treffen soll, was etwas ausgefallen aussieht, aber noch gut, besser als dein Outfit, was du jetzt vorne anhattest, meiner Meinung nach, ich finde, das ist dein bester Fit. Ich glaube, ich finde, das ist auf jeden Fall... Gebe ich ihm recht, ja, bester Fit. ...viel besser als die Outfits, die ich bei Maximilian hatte. Oh, ja, okay. Erstens heiße ich Maximilian, das solltest du mittlerweile schon wissen. Und ja, wenn wir jetzt die Outfits vergleichen, die er hatte, mit dem, gebe ich ihm absolut recht. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, ein besserer Fit als all die Outfits, die wir bei meinem Umstyling hatten. Ja, hatte also... Wobei, das letzte war wirklich nicht schlecht. Ah, ich weiß nicht, das letzte Outfit, Freunde, ich habe es jetzt hier nochmal verlinkt, unser Umstyling mit Gucci Potter halt, den letzten Fit fand ich schon ex aequo mit dem jetzt. Sachen auch vom auf jeden Fall, hat das sieht richtig gut aus. Definitiv, aber no front an ihm. Ja, auf jeden Fall. Na, alles gut. Grüße gehen raus, Bro, du weißt Bescheid. Ja, Leute, schreibt es in die Kommentare. Wow. Würdest du jetzt irgendwas davon mitnehmen? Naja, ist komplett happy mit dem Outfit. Ich glaube, vielleicht mal den Hoodie mal schauen. So, ich meine, das ist schon hart. Hoodie schon mitnehmen, der ist wirklich Bombe. Ist ja nicht von Apropos und ich kaufe ja jetzt nicht gerade irgendwie in Bangladesch oder so. Also, hier ist gleich Apropos um die Ecke. Was ist mit deinem Apropos? Apropos ist Apropos, also Apropos. Ne? Digga, apropos. Digga, bin ich der Einzige, der nicht über seine Witze lacht? Ja. Das geht ja darum, um weird zu sein. Das ist das Wichtige. Um was geht's? Lachen. Ja. Das geht ja darum, um weird zu sein. War das jetzt ein Zauberspruch? Ich hab's nicht verstanden. Das ist das Wichtige. Ja. Also, ich würde dem Outfit auf jeden Fall eine 10 von 10 geben. Ich will dem Outfit... Ohne zu... Ja, nehmen wir die Balenciaga weg. 8,5. Können wir machen. Übertreiben. 8, 9 irgendwie so. 8, 9, okay. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video jetzt irgendwas mitnehmen. Kommt aus meiner Meinung. Es geht, sag ich mal, um die Kombination. Im Endeffekt musst du dich ja so anziehen, wie du es möchtest. Das sind jetzt, sag ich mal, nur ein paar Style-Tipps von mir gewesen. Ich finde halt, das würde dir jetzt perfekt stehen. Ich würde mir es an deiner Stelle mitnehmen, weil du hast eh anscheinend den einen oder anderen Euro zu viel am Start, deswegen. Aufgrund von Aktien? Ich arbeite mit Aktien und lege Geld immer sehr zielgerecht an. Danke, dass du mitgemacht hast, Digga. Ich würde mir auch sagen, hier können wir das Video schon beenden. Ja, sehr cooles Video, kann man auf jeden Fall sagen, liebe Leute. Lasst ein Like beim Mahan unbedingt auch da. Ich feiere das aktuell, was er macht. Jetzt kommen immer wieder auch Videos in diese Richtung, das finde ich ja auch cool. Also da auf jeden Fall Support da lassen. Mir hat das Video sehr gut gefallen. Im Großen und Ganzen am Anfang war es ein bisschen Katastrophe und zum Schluss kam ein nices Outfit raus. Das heißt eigentlich ähnlich wie bei meinem Video. Ist auch gar nicht so einfach. Also das möchte ich auch dazu sagen, hier durch den Store zu laufen und andere Größen zu verwenden, die Pieces einfach zu nehmen und dann zu hoffen, dass die zusammenpassen, sieht man ja dann erst, wenn es wirklich getragen wird. Also von dem her gut gemacht. Ich würde mir halt wünschen, dass man das vielleicht ein bisschen professioneller aufzieht, vielleicht auch mit Drehgenehmigung und so weiter. Das macht das Ganze nochmal hochwertiger, wie ich finde. Freunde, wenn euch auch mein Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Kommentiert mir in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Nicht vergessen, jetzt gibt es laufend Infos zur neuesten Kollektion. Und ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns am Sonntag wieder mit... Keine Ahnung noch. Ah, ich weiß. Freunde, wisst ihr, Vlogging-Kanal müssen wir auch noch checken. Unten nochmal verlinkt. Ah, aber Unboxing vom Stream gibt es dann nächste Woche. Das war's von mir, euer Maximilian. Kombinieren heißt bei mir so, das anzuziehen, worauf man Bock hat. Würde ich genauso tragen.